Radio frei in Niedersachsen. Das war Musik von dem Künstler Krehe mit dem Titel Keinen Bock. Kommen wir zu dem Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen. Und zwar hat der Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen derzeit über 11.600 Mitglieder. Das, was ich hier als Moderator der Radio Freien Niedersachsen mache, ist ein kostenloses Produkt für den Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen. Gerne erreichbar auch in Telegram unter der Adresse t.me/nach-rechts oder auch /nach-rechts frei-unten-sein-Niedersachsen oder auch erreichbar in den Helferlein-Bot bei der Adresse @fni-unten-hefferlein-bot. Sehr gerne verlinke ich euch diese zwei Adressen in die Videobeschreibung meines Videos unter dem youtube.com-Kanal per Kursiv. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Reinschauen und auch gerne abonnieren, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, auch hier im Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen. Also seid immer auf den aktuellsten Stand und schaut euch auch an, was in der Vergangenheit alles bewegt worden ist. Von Menschen, Bürger aus der Gesellschaftsmitte, überparteilich hier unterwegs. In der Telegram-Beschreibung der Freien Niedersachsen steht drin: Denn ihr Menschen aus Niedersachsen, vergesst es nicht. Ihr seid Freie Niedersachsen und diese Freiheit holen wir uns alle zusammen friedlich zurück. Ja? Der Ort, wo ich hier aufzeichne, ist Buchholz in der Nordheide. Also ganz liebe Grüße an alle Menschen hier in Buchholz in der Nordheide, die auch hier Woche für Woche für den Frieden in Deutschland und darüber hinaus auch in Europa und weiter darüber hinaus auf der ganzen Welt weiter aktiv sind. Ja? Ihr wollt zum Beispiel weiter Berichte hier im Telegram-Kanal der Freien Niedersachsen, egal aus welcher Stadt ihr gerade friedlich demonstrieren geht für den Frieden in Europa und auf der ganzen Welt, dann sendet hier die Berichte ein unter @fni-helferlein-bot. Sehr gerne auch in der Videobeschreibung drin. Ihr wollt Berichte, dann sendet sie uns. Wir senden, was ihr sendet. Also bitte sendet eure Medien und Termine hier ein unter @fni-helferlein-bot. Bitte immer mit Ort, Datum und einen persönlichen Eindruck. Das wäre ganz super. Zum Beispiel so: Buchholz in der Nordheide am 15. April 2024. Heute waren 15 freiheitsliebende Menschen unterwegs. Wir hatten einen schönen Spaziergang und gute Gespräche. Das wäre super. Vielen lieben Dank an dieser Stelle und auch für euer Engagement, hier ehrenamtliches Engagement, muss man wirklich sagen, für den Frieden aktiv auf der Straße zu sein. Und kommen wir erstmal wieder zu Musik mit dem Künstler von Taurus 185 mit dem Titel Unser Land. Bis gleich. Radio frei in Niedersachsen. Ich geh heute durch unser Land, hab's kaum wieder erkannt. Von Ideologen wird's regiert, am Volk ist man nicht interessiert. Was einmal war, ist nichts mehr wert, alles ist Gegenteil verkehrt. Alles läuft dann aus dem Ruder, wie bei Marvels großem Bruder. Wann machen wir auf wen von dem Baum? Wir müssen es uns selbst zutrauen. Wir nehmen in unsere Hand das Glück und holen uns unser Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Dichter und Denker sind jetzt Rassisten. Bücher verbrennen und wie bei den Faschisten. Geschlechter gibt's nicht, Männer sind Frauen. Was nicht grün-rot ist, ist heute braun. Krieg führt ja zu Frieden, sagen sie. Diktatur nennt man Demokratie. Was einmal war, ist nichts mehr wert. Alles ist Gegenteil verkehrt. Alles läuft dann aus dem Ruder, wie bei Orwells großem Bruder. Wann wachen wir auf wen von dem Baum? Wir müssen es uns selbst zutrauen. Wir nehmen in unsere Hand das Glück und holen uns unser Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Unterhaken und zusammenhalten heißt Volk und die Familien spalten. Die Toleranten grenzen heute aus. Auf Rechten durchsucht mal das Haus.
Grundrechte sind Privilegien jetzt, werden willkürlich außer Kraft gesetzt. Was einmal war, ist nichts mehr wert, alles ins Gegenteil verkehrt. Alles läuft dann aus dem Ruder, wie bei Orwells großem Bruder. Dann machen wir auf Frieden von den Augen, wir müssen es uns selbst zutrauen. Wir nehmen unser Hand das Glück und holen uns unser Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Regiert unser Heimatland, wer Heimatliebe stets zum Kotzen fand. Dem Volk zu dienen hat er beeidet, obwohl er dessen Existenz bestreitet. Die deutsche Flagge eingezogen, gehisst wird heute der Regenbogen. Was einmal war, ist nichts mehr wert, alles ins Gegenteil verkehrt. Alles läuft dort aus dem Ruder, wie bei Orwells großem Bruder. Wann wachen wir auf Frieden von dem Morgen? Wir müssen es uns selbst zutrauen. Wir nehmen unser Land das Glück und holen uns unser Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Sie nennen es bestes Deutschland aller Zeiten. Sie ist gerade in den Abgrund reiten. Die deutsche Flagge eingezogen. Die deutsche Flagge eingezogen. Die deutsche Flagge eingezogen. Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück bei Radio Frei Niedersachsen. Ein kostenloses Produkt für den Telegram-Kanal Freie Niedersachsen. Ja, weiter geht es hier zu den Einsendungen, die uns hier erreicht haben beim Helferlein-Bot unter dem Telegram-Kanal Freie Niedersachsen. Und zwar hier als Beispiel Hameln, Friedensdemo vom 15. April 2024. Der eingesendete Kommentar hier, der uns erreichte, war wie folgt: Bei unserer heutigen Friedensmahnwache in Hameln wurden wir mehrere Male beschimpft. Zum Beispiel Vollidiot, Putin, nützliche Idioten, Antisemiten. Und einer hat sich über unsere Plakate bei den Polizeibediensteten beschwert. Was sind da für Schwingungen im Universum? Dieses Verhalten zeigt, wie wichtig Aufklärung ist. Wir sind mit Herz und Verstand dabei. Vielen lieben Dank an die Leute, die hier in Hameln unterwegs gewesen waren am 15. April 2024 und die uns das Bildmaterial mit dem dazugehörigen Kommentar eingesendet haben. Vielen lieben Dank an dieser Stelle und kommen wir zu einer neuen Einsendung, die uns hier erreichten, und zwar vom Auertal Rehren vom 15. April 2024 mit dem eingesendeten Kommentar wie folgt. Typisches Aprilwetter. Der Himmel öffnet seine Schleusen, doch um 19 Uhr sind sie wieder zu. Wir machen nur eine kleine aufgeregte Runde und tauschen Neuigkeiten aus. Wir sind nach wie vor für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Kein Sinneswandel in Sicht. Es folgt der Gruß an alle sturmfesten Niedersachsen. Vielen lieben Dank auch hier an die Leute in Auetal Rehren mit dem eingesendeten Bildmaterial und auch Kommentar. Dann haben wir hier noch eine Einsendung aus Buchholz in der Nordheide vom 15. April 2024 mit dem eingesendeten Bildmaterial und auch Kommentar wie folgt. Montagabend in Buchholz in der Nordheide trafen sich 8 regenfeste, friedliebende Spaziergänger, wie zu sehen, zu ihrem Rundgang durch die Innenstadt. Schön war es darüber zu sprechen, dass in Japan und in Louisiana die Regierung sich gegen die WHO-Pläne sich entschieden und dass in Japan Zehntausende auf der Straße waren, weil da nun auch anhand der Dokumente offengelegt ist, dass die Genspritze gegen Corona der Politik bekannt war. Dass ein Schutz nicht bewiesen war, kommt gut durch die Woche. Nächsten Montag sehen wir uns wieder. Bleibt gesund. Vielen lieben Dank für das eingesendete Bildmaterial und auch für den Kommentar.
Ja, ich möchte an dieser Stelle gern noch darauf verweisen, dass wir nicht die Organisatoren sind, die hier in den einzelnen Städten die Friedensdemonstration anmelden. Frieden in Deutschland, darüber hinaus in Europa oder auch auf der ganzen Welt. Das sind immer die Veranstalter vor Ort in der Stadt oder auch im Dorf oder Gemeinde. Wir senden nur das, was ihr sendet, an Bildmaterial und auch Kommentaren. Also, an dieser Stelle vielen lieben Dank und kommen wir jetzt in der zu der Rubrik hier Gedicht. Das ist nicht irgendein Gedicht, sondern ein Gedicht von Dieter Hallervorden mit dem Titel Gaza, Gaza. Und da schauen wir auch sehr gerne rein. Vor dem gleich folgenden Gedicht Gaza, Gaza möchte ich eins unmissverständlich klarstellen. Natürlich verurteile auch ich den Terror von Hamas. Aber ersehne mir trotzdem, trotz alledem gleichzeitig, eine neue Friedenschance für eine Zwei-Staaten-Lösung. Damit man miteinander sprechen kann, braucht man ein Schweigen der Waffen und die sofortige Freilassung aller Geiseln. Ich weiß aber auch, Grausamkeiten haben zumeist Vorgeschichten. Und kein Mensch wird als Terrorist geboren. Gaza. Gaza. Ein Mann drückt zerfetzte Fingerchen an seinem Bart beim Flüstern fest ran. Was haben denn die zarten Dingerchen den Herren Generälen getan? Dann hebt er den Rumpf seiner Kleinen zu Allah, in die Sonne, zum Mond. Und wieder haben wir da einen, der nichts und niemand mehr schont. Soll ich diesem Vater empfehlen, so cool wie ein Torkas zu sein, sich bloß in keinem Wort zu verfehlen, das antisemitisch erscheint? Sie geloben Apartheid die Treue, von Ampel bis AfD. Sie liefern Granaten aufs Neue, bittend, zahlt damit umzugehen. Beim Menschen wie Viecher vertreiben, mit Hunger und mit Drohnen. Dieser Kinderfriedhof wird bleiben, als Albtraum für Generationen. Die aus Ohnmacht brodelnde Kraft hat sich nie jemand selbst ausgesucht. Doch die Macht, die Bestien schafft, aus kaltem Kalkül, sei verflucht. Gaza, Gaza. Ich schlag meine Augen nieder vor der ohnmächtigen Geschrei, vor deinen zerfletzten Gliedern. Und ich frag mich da immer wieder, und das soll kein Völkermord sein? In Niedersachsen. Ja, so viel zu dem Gedicht hier auf Radio Frei Niedersachsen von Dieter Hallervorden mit dem Titel Gaza, Gaza. Ganz bewegende Worte hier von ihm und ein klares Statement. Also für den Frieden auf die Straße, das ist der Appell an unsere Gesellschaftsmitte, an die Bürger in unserem Land. Egal, woher sie kommen, woher sie stammen, egal mit welchem Gedankengut, es ist wichtig, jetzt friedlich Zeichen zu setzen und jetzt auf die Straße zu gehen. Mit diesen Worten geht es erstmal wieder in die Musik, hier mit dem Künstler Creative Rehab mit dem Titel Als Untertan ungeeignet. Und damit bis gleich wieder zurück auf Radio Freie Niedersachsen. Euer Perkursiv. Gaza,
Ja, so wie mir der Staat auf die Fresse haut, müsste ich jetzt still sein. Oder back on the streets. Wenn von unten nach oben wieder umverteilt wird, wäre zu schweigen einfach unverzeihlich. Sind wir die Allgemeinheit, das ist unser Mindset. Sind wir Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet. Denn von unten nach oben wird zwangsenteignet. Wirst von Medien belogen, alle ganz parteiisch. Wir sind unter Meinheit, bis eine Heilung einsetzt. Sind für Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet. Wo Genie und Klarsinn sich erneut verbinden, wo Worte wahr sind, statt nach Lüge stinken. Gibt's einen anderen Weg, der nur sehr steinig ist, aber lohnt sich zu gehen, weil du nie alleine bist. Traditionelle Männlichkeit ist voller Schöpferkraft. Traditionelle Weiblichkeit hat uns so weit gebracht. Sind eins nie in zweit im Kampf in der Gegenwart. Die Neu- und Endzeit hat unser Feuer entfacht. Wenn von unten nach oben wieder umverteilt wird, wäre zu schweigen einfach unverzeihlich. Sind wir die Allgemeinheit, das ist unser Mindset. Sind für Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet. Denn von unten nach oben wird zwangsenteignet. Wirst von Medien belogen, alle ganz parteiisch. Wir sind unter Meinheit, bis eine Heilung einsetzt. Sind für Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet. In Mut erfülltem Streben sehen wir duale Feigheit. Nun geht's ums Überleben. Fakten, Frieden, Freiheit. Lobbys sind allmächtig, aber kennen kein Lemming. Alles so unendlich kräftig, jeden Montag im Training. Nicht zur Schau gestellt, machen alles aus Instinkt. So auch die Rebellion, da die Hoffnung, die stirbt. Euren ganzen Marionetten stehen wir in der Quere. Können die Welt nicht retten, aber dafür eure Seele. Wenn von unten nach oben wieder umverteilt wird, wäre zu schweigen einfach unverzeihlich. Sind für die Allgemeinheit, das ist unser Mindset. Sind für Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet. Denn von unten nach oben wird zwangsenteignet. Wirst von Medien belogen, alle ganz parteiisch. Wir sind unter Meinheit, bis eine Heilung einsetzt. Sind für Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet. Herzhaft wird Einklang, egoloser Heiländer, heilsamer Balsam, Snickers für Linkshänder. Trau keiner Glotz, infiltriere vereint. Vergiss andere Rotze, pack auf eins. Perverted Medien ist Wahrheit verboten. Und wenn etwas liegt, ihre Katastrophen. Damit du nix hörst, gab's Zensurmethoden für Seymour Hersh und Edward Snowden. Neutral wie ganzer, stabil wie jetzt ein Assange. Auch dankbar stehen feinen Kräften. Scheiß auf Tobak, das macht Bakti stark. Bei Gesundheit frag ich meinen Dr. Bodak. Zum Ende mal ganz kurz, ich bin freier Journalist. Reit Schuster Brandenburg, habt ihr einen Job für mich? Habt es im Blut, Integrität im Mindset, Ausdauer und Mut, nur als Untertan ungeeignet. Wenn von unten nach oben wieder umverteilt wird, wäre zu schweigen einfach unverzeihlich. Sind für die Allgemeinheit, das ist unser Mindset. Sind für Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet. Denn von unten nach oben wird zwangsenteignet. Wirst von Medien belogen, alle ganz parteiisch. Wir sind unter Meinheit, bis eine Heilung einsetzt. Sind für Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet. Wenn von unten nach oben wieder umverteilt wird, wäre zu schweigen einfach unverzeihlich. Sind für die Allgemeinheit, das ist unser Mindset. Sind für Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet. Denn von unten nach oben wird zwangsenteignet. Wirst von Medien belogen, alle ganz parteiisch. Wir sind unter Meinheit, bis eine Heilung einsetzt. Sind für Frieden und Freiheit und als Untertan ungeeignet.